Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Sportshow. Heute mit American Football in Frankfurt und Leichtathletik, genauer gesagt Siebenkampf. Und das sind unsere Themen im Einzelnen. Titelträume. Zwei Siebenkämpferinnen von Eintracht Frankfurt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Zürich. Siegesserie. Frankfurt Universe gewinnt im Derby gegen Darmstadt zum vierten Mal in Folge. Inhaber Matthias Mempel über die Zukunft der Frankfurt Football Betriebs GmbH. Und bevor wir zum American Football kommen, zunächst Leichtathletik. Europameisterschaften diese Woche in Zürich. Mit dabei auch zwei Siebenkämpferinnen der Frankfurter Eintracht. Und der Kollege Christian Seelmann, der hat die beiden vor ihrem Abflug nach Zürich noch einmal im Training besucht. Claudia Rath und Caroline Schäfer. Die beiden hessischen Mehrkämpferinnen haben durchaus Chancen auf eine richtig gute Platzierung bei den anstehenden Europameisterschaften. Vor allem Claudia Rath. Bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr wurde sie überraschend Vierte. Doch sie selbst will nicht mit zu viel Erwartungen nach Zürich reisen. Meine Erwartung ist, dass ich einfach zufrieden mit meinem Wettkampf bin. Und was rausspringt, werden wir dann sehen. Punkte ist immer schwierig zu sagen. Da muss das Wetter auch mitspielen. Kein Gegenwind, schön Rückenwind, Sonnenstrahlen. Also da mal schauen, Platzierung. Ja, das ist eine große Meisterschaft, hat immer ihre eigenen Regeln. Das hat man letztes Jahr in Moskau bei mir gesehen. Bin ich überraschend Vierte geworden. Und wenn ich, solange ich zufrieden mit meinem Wettkampf bin oder sage, ja, es ist so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte und ich damit auch noch Zehnte werde oder vielleicht auch eine Medaille abräume, dann ja, muss ich zufrieden sein. Doch viele Experten erwarten viel von der Frankfurterin. Allerdings waren bei der letzten WM unter den besten 12 nur 2 Nicht-Europäer. Das Feld ist also eng zusammen. Ich will eigentlich gar keinen Druck haben. Ich gehe so wie in Moskau ran. Da hätte ja auch keiner von mir erwartet, dass ich Vierte werde. Und ich möchte mit meinem Wettkampf wirklich zufrieden sein. Diesmal auch wirklich nicht auf die Punktzahl, auf die anderen gucken. Ich muss mich auf mich fokussieren und solange ich dann zufrieden bin danach. Und wenn natürlich eine Medaille damit rausspringen würde, wäre natürlich super. Aber ich will mich jetzt nicht unter Druck setzen und sagen, ich will unbedingt eine Medaille, dann bin ich zu verkrampft. Ich möchte einfach Spaß haben auch beim Wettkampf und dann läuft das auch. Konkurrenz gibt es auch im eigenen Lager. In diesem Fall sogar aus dem eigenen Verein. Caroline Schäfer bei der letzten EM 11. will die 22-Jährige in diesem Jahr weiter nach vorne. Ja, ich erwarte mir eigentlich ein großartiges Erlebnis. Das ist so die Belohnung für mein Jahr harte Arbeit. Ich möchte einen super guten Wettkampf machen, möchte da eigentlich meinen Saisonhöhepunkt haben. Peile auch so eine Platzierung unter die ersten 8 an mit einer Punktzahl um die 6.300. Und ja, ich will einfach die Atmosphäre genießen, dieses riesengroße Stadion, was ja doch für uns Mehrkämpfer immer ziemlich neu ist, weil wir nicht so das Publikum sonst haben. Und ja, ich freue mich einfach riesig drauf. In diesem Jahr in Götzis schraubte die deutsche Meisterin des letzten Jahres ihre eigene persönliche Bestleistung auf 6.386 Punkte. Siebtbeste Punktzahl in ganz Europa und noch vor ihrer Vereinskollegin. Vor allem die erste Disziplin des Siebenkampfes hat ihre Tücken. Schon viele Favoriten sind hier über die Hürden gestürzt. Wie wichtig ist also die erste Disziplin? Ja, eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Also man will halt natürlich einen guten Einstieg haben. Man muss gerade bei uns jetzt dann am Donnerstag um 10 Uhr hellwach sein. Gerade weil es so einer meiner besten Disziplinen dieses Jahr halt ist, möchte ich natürlich da halt schon eine gute Zeit hinlegen, einfach eine gute Ausgangsposition schon mal zu haben und da wichtige Punkte mitzunehmen. Deswegen ist dieser Hürdenlauf sehr riskant am Anfang, weil natürlich viel passieren kann. Da fällt natürlich am Anfang erstmal ein bisschen die Anspannung dann ab, dass das Schlimmste erstmal rum ist. Aber ich freue mich einfach riesig auf die Hürden. Für Claudia Rath gehören die Wurfdisziplinen nicht gerade zu ihren Lieblingsabschnitten im Wettkampf. Doch nach der sechsten Disziplin, dem Speerwerfen, folgt der abschließende 800-Meter-Lauf. Und der tut spätestens nach 600 Meter bei jeder Athletin weh. Deshalb stehen alle mit gemischten Gefühlen an der Startlinie, vor allem die Frankfurterin. Ich bin mir sicher, ich bin die Aufgeregteste vor diesem 800-Meter-Lauf. Keine Ahnung, ich bin wirklich kurz vorm Übergeben. Und wenn der Startschuss fällt, ist dann alles rum, dann kann ich den Kopf abschalten und laufe einfach. Ich bin seit 3 Jahren auch nur noch nach Taktik gelaufen von meinem Trainer. Also alle Läufe sind von meinem Trainer vorgesagt, ich kann mich auch quälen.
bis zum Ende, das muss ich meinem alten Verein auch danken. Das war ein Läuferverein, die LG Dornburg. Die haben mich immer ziemlich gequält beim Laufen und ich kann wirklich alles nochmal aus mir rausholen und da hole ich die Punkte. Am kommenden Donnerstag geht es für die beiden Frankfurterinnen los. Und wenn alles klappt, könnte eine von ihnen sogar aufs Treppchen springen. Und nach Leichtathletik kommen wir nun zum American Football, genauer gesagt zu diesem Thema. Siegesserie. Frankfurt Universe gewinnt im Derby gegen Darmstadt zum vierten Mal in Folge. Inhaber Matthias Mempel über die Zukunft der Frankfurt Football Betriebs GmbH. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Willkommen zurück zur Sportshow. Wir wollen nun über American Football sprechen, genauer gesagt über die Universe aus Frankfurt. Die Saison in der GFL 2 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sprechen heute mit dem, und jetzt lese ich besser ab, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Frankfurt Football Betriebs GmbH, nämlich Matthias Mempel. Schön, dass du zu uns gekommen bist, und dann gleich mal die Anschlussfrage. Erklär uns doch mal, warum eigentlich das Bundesliga-Team in eine externe Kapitalgesellschaft ausgegliedert wurde. Ja, ich denke einfach, die Entwicklung von Frankfurt Universe war in den letzten Jahren sehr gut. Wir haben mehrere Aufstiege hinter uns und sind ja 2007 durch den Rückzug der NFL und dem Untergang der Frankfurt Galaxy herausgeboren. Und in den letzten Jahren ist die Entwicklung immer weiter nach vorne gegangen. Aber man hat natürlich auch gemerkt, der Aufwand wird immer mehr. Und jetzt ist ja natürlich logischerweise, ein Verein hat einen Zweck. Und das ist erstmal die Förderung des der Jugend und des Nachwuchs. Und daher war dann eigentlich so diese erste Mannschaft eine eigene Organisation für sich. Und daher ist dann die Entscheidung geboren zu sagen, wir gliedern das Ganze in eine externe Gesellschaft aus. Und die Mitglieder haben es ja auch fast einstimmig angenommen, sodass der Weg auf jeden Fall der richtige ist für die nächsten Jahre. Was genau ist deine Aufgabe als geschäftsführender Gesellschafter? Ja, erst einmal müssen wir die Strukturen aufbauen. Wir fangen natürlich ganz von Anfang an. Das heißt sowohl unser Team, was wir bei uns im Office jetzt schon haben, dann natürlich auch die sportliche Organisation. Wir haben jetzt hier vor 2 Wochen auch unseren Sportdirektor verpflichten können, der sich um die Geschicke im sportlichen Bereich in den nächsten Jahren kümmern wird. Und natürlich das große Thema Sponsorakquise, Organisation rund um den Spielbetrieb schon für nächstes Jahr, inklusive Stadienauswahl und so weiter. Also wir haben eine ganz große Latte an Aufgaben, die vor uns steht, die wir jetzt in den letzten Wochen schon meistern konnten, aber natürlich auch noch viele Aufgaben, die vor uns liegen. Und unterm Strich kann man festhalten, es soll mit dem American Football in Frankfurt weiter bergauf gehen. Klares Ziel. Damit sind wir angetreten und das ist auch das, was wir in den nächsten Jahren schaffen wollen. Wir haben eine tolle Basis, die wir in Frankfurt haben. Wir bauen hier auf eine tolle Fanschaft auf. Wir haben ein großes Team natürlich rund um die Mannschaft. Das sind die freiwilligen Helfer, die Woche für Woche ihre Freizeit opfern, um dieses Team mit nach vorne zu bringen. Wir haben durch die Tradition der Galaxy eine riesen Fanschaft, auf die wir aufbauen können. Und daher, Football soll nicht nur, es wird nach vorne gehen. Und gerade das Rhein-Main-Gebiet bietet uns da ein ideales Potenzial dafür. Das heißt, da ist man dann auch so nach all den Jahren so ein Stück weit dankbar, dass die Fans, die Galaxy früher hatte, auch mit ins Universe-Boot gekommen sind. Definitiv. Also ich war jetzt vor 2 Wochen in Wiesbaden beim Auswärtsspiel. Es waren gefühlt 1000 Fans da. Davon waren sicherlich 900 lila-orange tragende Fans gewesen. Die dann auch noch mit dem Boot über den Main geschippert sind. Genau. Also waren wir auch mit dabei. War schön, auch von Fans organisiert. Das zeigt ja einfach, wie stark die Fanschaft hier ist. Und deshalb, es macht Spaß, mit den Fans, mit den Frankfurtern gemeinsam zu arbeiten. Und daher freue ich mich auf die Zukunft. Sprechen wir über die aktuelle Saison. Ihr seid ja bereits mit dem Ziel Aufstieg angetreten. Wird jetzt nicht ganz so klappen. Trotzdem zufrieden mit der Saison? Ich denke, die Saison war ein gutes Abbild und wir konnten auch viele Charaktere ausmachen, die in der Mannschaft, im Staff und so weiter mit drin sind. Denn es waren hoch und tief, ganz klar. Wir hatten mehrere Niederlagen am Stück. Aus einer Niederlagenserie muss man sich auch erstmal wieder rauskämpfen. Da hat sich aber die Mannschaft, die Coaches zusammengerafft und haben es auch geschafft, mit den richtigen Schritten nach vorne zu kommen. Und jetzt sind wir auf dem 3. Tabellenplatz angekommen, haben Tuchfühlung zum 2., 1 Punkt Rückstand auf Wiesbaden. Wir haben jetzt noch 3 Spiele. Also ich bin optimistisch, dass wir die Saison mindestens auf dem 3. abschließen und wenn alles gut läuft, sogar auf dem 2. Tabellenplatz. Waren die Spieler vielleicht von diesem klaren Ziel ein bisschen
verunsichert und hat man sich da vielleicht ein bisschen übernommen in dieser Phase? Verunsichert würde ich sagen nicht. Die Organisation im Vorfeld der Saison war sehr schwierig. Das heißt, die Spielerverpflichtungen konnten erst sehr spät stattfinden. Das heißt, es ist ein Team entstanden, was auch erst sehr spät auf dem Platz zusammen war und die gesamte Situation einfach in der Vorbereitung nicht ideal gelaufen ist. Verunsicherung bei den Spielern würde ich sagen, nein. Klares Ziel ist logisch gewesen, 2 Jahre in der zweiten Liga, dann soll es natürlich mit dem Aufstieg klappen. Es hat aber an der einen Ecke und Ende hat einfach noch ein Baustein gefehlt. Den ergänzen wir jetzt nächstes Jahr, sportlich, organisatorisch und dann treten wir aber absolut mit dem klaren Ziel an, auch den Aufstieg dann im nächsten Jahr realisieren zu wollen. Und die Richtung zuletzt, die hat ja auch wieder gestimmt. Genauso war es am Wochenende beim Derby gegen die Darmstadt Diamonds. Zumindest über eine Trophäe kann man sich bei Frankfurt Universe in diesen Tagen freuen. Die U19 ist Meister der Jugendoberliga, Pokalübergabe in der Halbzeitpause des Darmstadt-Derbys, inklusive der obligatorischen Dusche. Die Jungfootballer aus dem Häuschen. Das Team war an sich einfach ein verdammt sehr schnelles Team. Wir waren agil, wir haben viele gefaked und wir haben die einfach überrannt. Wir waren einfach die Besten. Was macht ihr jetzt? Feiert auf jeden Fall. Und wie wird gefeiert? Es wird gesoffen, Jungs, oder? Saufen! Die große Frankfurt Universe ist derweil in der zweiten Bundesliga richtig ins Rollen gekommen. Auch wenn es 3 Spiele vor Saisonende nichts mehr wird mit dem großen Ziel Aufstieg. Im Derby gegen die Darmstadt Diamonds legten die Men in Purple nach zuletzt 3 Siegen in Folge auch wieder furios los. 6 Minuten gespielt, Donny Marshall mit einem Pass auf Johannes Rübsamen und der mit dem Touchdown zur 6:0-Führung. Direkt im Anschluss der frühere Eintracht-Verteidiger Thomas Zampach mit dem Extrakick und dem 7:0. Nach dem Seitenwechsel im 2. Quarter dann Patrick Schulz mit dem 20. Touchdown seiner Karriere zum 13:0. Und dann wieder Thomas Zampach mit dem Extrapunkt zur 14:0-Führung. Doch im 2. Viertel die Darmstädter Carlos Eggings und Myron Devane mit dem Anschluss nur noch 14:7. Das Spiel plötzlich auf des Messers Schneide. Thomas Zampach versucht es aus 45 Yards mit einem Field Goal, doch der Versuch geht daneben. Spielstand zur Halbzeitpause weiter 14:7. Universe nach dem 3. Quarter dann aber doch wieder am Zug. Quarterback Donny Marshall trägt das Lederei aus kurzer Distanz einfach selber in die Endzone. Touchdown 20:7. Thomas Zampach nach seinem verpassten Field Goal aber noch etwas von der Rolle, sein Extrakick geblockt. Diese Aktion wie ein letzter Weckruf für die Darmstädter. Jonathan Silva-Gomez mit dem Touchdown nur noch 20:14. Auch das Schlussviertel spannend. Zunächst Patrick Schulz mit seinem 2. Touchdown des Tages zum 26:14, 5 Minuten vor Spielende. Nach den beiden Fehlversuchen von Kicker Thomas Zampach versucht es Universe mit einer Two-Point-Conversion, die aber misslingt. Stattdessen die Darmstadt Diamonds durch Max Schmidt und direkt danach Myron Devane mit dem erneuten Anschluss zum 26:21. Das Spiel nochmal am Kippen, doch auch den Südhessen sollte an diesem Tag nicht alles gelingen. So sah die letzte Darmstädter Aktion aus. Universe bringt den Sieg über die Zeit. Frankfurt auf Platz 4, 6 Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Über nächstes Wochenende geht es nochmal in Rüsselsheim gegen Ravensburg. Am 30. August dann das Highlight in der Frankfurter Arena mit dem Derby gegen Lokalrivalen Frankfurt Pirates. Ja, am Ende hörte es sich relativ knapp an. Es war doch ein härterer Kampf als wahrscheinlich gedacht, oder? Ja, Darmstadt hat gekämpft, ganz klar. Am Anfang haben sie versucht, kämpferisch dagegen zu halten, sind halt mit guter Härte auf den Platz gegangen. Dann haben sie Punkte gemacht, dann waren sie natürlich spielerisch auch wieder zurück. Es war aber insgesamt eine gute Partie, taktisch geprägt. Beide Mannschaften haben gut gespielt. Universe war leider sehr stark geschwächt. Wir haben viele Spieler gehabt, die nicht auf dem Platz waren. Wir mussten sogar alte Spieler rekrutieren, wieder einmal ins Training schicken, damit sie auf den Platz kommen, damit wir auch eine gute Mannschaft stellen können. Daher, es war ja ein spannendes Spiel, aber ich denke, am Schluss dann auch wirklich ein verdienter Sieg. Einige Spieler waren, habe ich glaube ich gelesen, sogar im Urlaub. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, dann überhaupt einen Kader zusammenzukriegen oder damit allgemein zu arbeiten. Ja, wir müssen es mal realistisch sehen. Dieses Jahr ist noch alles sehr stark vereinsgeführt. Das wird sich natürlich im nächsten Jahr ändern. Wir werden ja auch mit vielen Spielern Verträge haben, respektive die Spieler
Spieler, die in unserem Überlaufkader sind, dann auch entsprechend mit Spielerdisziplinarordnung auch mit gewissen Kriterien an uns binden. Dass es also schon so ist, dass wir eine Trainingsbeteiligung als natürlich eine Spielbeteiligung haben, weil am Ende des Tages brauchen wir einfach eine funktionsfähige, gute Mannschaft. Aber das sind so die Schritte, die haben wir dieses Jahr jetzt identifiziert und werden sie dann nächstes Jahr entsprechend abändern und dann halt auch geradliniger durchsetzen. Also sprich, alles ein bisschen professioneller und Urlaub während der Saison ist dann natürlich ein absolutes No-Go. Schwierig. Also ich sage immer, wenn die Frau unbedingt in der Sonne heiraten will, ja, dann ist das ein Kriterium, über das man sprechen kann. Aber in allen anderen Fällen sollte man schon seinen Urlaub nach der Saison planen, denn wir haben alle ein Ziel. Wir Management wollen ein professionelles und guten Spielbetrieb entsprechend stattfinden lassen. Dafür brauchen wir auch entsprechend die Professionalität der Spieler. Wir führen heute schon Einzelgespräche mit allen Spielern, werden es auch in den nächsten Wochen noch tun und werden auch jedem vorstellen, was ist unser Konzept im nächsten Jahr. Und die Spieler, die zu uns kommen sollen, müssen dieses Konzept auch tragen. Und daher, ja, das ist ein klares Commitment auf beiden Seiten. Es kann aber auch nur funktionieren, wenn es beide Seiten ernst nehmen. Einer, der auf jeden Fall immer mit dabei ist, Thomas Sampach, frühere Eintracht-Legende. Da ist man wahrscheinlich ganz froh, wenn man jemanden gerade auch bei den Extra-Kicks mit im Boot hat. Ja, natürlich. Thomas ist erstmal ein toller Charakter. Wir haben gerade am Wochenende wieder geschrieben. Auch in Sachen Fitness ist er auf jeden Fall ein Vorbild für uns alle. Trotz seines Alters. Ja, ich denke, fitter denn je. Thomas ist ein toller Charakter. Ist auch schön, einfach so eine bekannte Person aus Frankfurt einfach im Team zu haben. Und klar, die Kicks, die Qualität, er ist jetzt Rekordhalter in Frankfurt bei Universe, zeigt einfach, er passt sehr gut rein und es würde uns auch freuen, wenn er in den nächsten Jahren noch weiter dabei ist. Kommen wir zurück zu deiner Vision für die Zukunft. Es soll alles wieder ein bisschen mehr Richtung Galaxy wie früher gehen. Das heißt, bessere Spieler, haben wir ja schon kurz angesprochen, und mehr Party? Mhm, definitiv. Also auch wenn ich zurückgehe, was hat für mich früher American Football ausgemacht? Dann war es in erster Linie das Entertainment und die Power Party. Genau. Da wollen wir wieder hin. Wir wollen den Fans wieder 2,5 Stunden vorm Spiel eine Power Party anbieten. Power Party heißt Bühne, Cheerleader, Acts, Spieler und einfach mit der gesamten Familie, mit seinen Freunden einen schönen Nachmittag verbringen und dann das i-Tüpfelchen, nämlich das Spiel im Stadion zu sehen, aber es einfach als einen runden, schönen Nachmittag und Abend dann bei uns im Stadion zu haben. Du hast ja schon die bereits bestehenden Fans angesprochen. Wie groß siehst du denn das Potenzial, dann vielleicht auch noch mehr Fans zu regenerieren? Na gut, wir müssen gucken. Die Galaxy hat früher regelmäßig über 40.000 Fans ins Stadion reingebracht. Es sind viele Fans, die auch dem American Football weiter verbunden wären, wenn halt die Rahmenbedingungen stimmen. Und Rahmenbedingungen in erster Linie ist natürlich eine Spielstätte in Frankfurt, um hier auch in Frankfurt, ja, sagen wir mal, ein Stadion gut erreichen zu können, komfortables Stadion zu haben. Und wenn wir die Rahmenbedingungen setzen, haben wir sicherlich ganz, ganz große Möglichkeiten, Potenzial, auch viele alte Fans wieder dafür zurückzugewinnen. Was läuft deiner Meinung nach jetzt schon gut und in die richtige Richtung bei Universe? Ja, weil ich schon mal gesagt habe, also die Fanschaft, die wir da haben, diese Fantreue und auch diese Organisation durch die freiwilligen Helfer ist ganz toll. Die Mannschaft, auch wie sie sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, das ist einfach viel Qualität, die wir in Frankfurt haben. Das ist ein gutes Level und da können wir jetzt einfach die nächsten Bausteine setzen. Und wenn ich das mir mal anschaue, die ganzen professionellen Mannschaften in Deutschland sind alle aus einer Tradition herausgeboren, aber niemals aus so einer großen Tradition. Und daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir das einfach schaffen und auch relativ schnell uns zu den großen Teams in Deutschland entwickeln können. Blicken wir dann erstmal in die kommenden Wochen. Zunächst in Rüsselsheim das Heimspiel gegen Ravensburg und dann vor allem in der Frankfurter Arena das Derby gegen die Frankfurt Pirates. Ein ganz besonderes Spiel? Definitiv. Es ist erstmal Auftritt von einer großen Bühne. Wir hoffen natürlich auf viele Fans, die diesen Spieltag dann auch zu einem ganz besonderen machen. Und es ist, denke ich, auch für die Spieler ein schöner Abschluss der Saison, sich nochmal auf großer Bühne präsentieren zu können. Die Commerzbank, der sogenannte heilige Rasen der Galaxy, ist natürlich auch nochmal ein toller Schauplatz und entsprechend das letzte Saisonspiel auszutragen. Und daher freuen wir uns sehr, sehr stark auf diesen letzten Spieltag in der Commerzbank Arena. Und du sprichst im Zusammenhang mit diesem Event am 30. August ja gerne von einem Urknall in Bezug auf die Zukunft der Universe. Können wir uns da irgendwas drunter vorstellen? Ja, also wir haben gesagt, der 30.8., die große Bühne ist für uns unser großer Vermarktungsstartpunkt und der Urknall heißt einfach für uns, wir werden an dem Abend nach dem Spiel, nach der Siegerehrung, werden wir einige Dinge präsentieren, die 2015 kommen und ich darf schon mal so viel verraten, es wird jedem Football-Fan sicherlich eine positive Emotion ins Gesicht bringen und daher dürfen wir jeden Fan, der irgendwie rund ums American Football in Frankfurt ist, an dem Abend einladen, in die Commerzbank Arena zu kommen und entsprechend nach dem Spiel den Urknall gemeinsam mit uns zu erleben. Okay, dann wollen wir die Spannung mal nicht rausnehmen, noch nicht zu viel verraten. Normalerweise streitet ihr eure Heimspiele ja in Rüsselsheim. Ihr wollt jetzt aber wieder dauerhaft zurück nach Frankfurt. Eins der klaren Ziele, die ich von Anfang an formuliert habe, ein Frankfurter Verein gehört nach Frankfurt und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn wir an die Tradition der Galaxy anknüpfen wollen, brauchen wir auch eine Spielstätte in Frankfurt. Wir sind hier in guten Gesprächen mit Arenenbetreibern in Frankfurt, auch mit der Politik und der Stadt, hier speziell auch mit dem Sportdezernenten Markus Frank. In wenigen Tagen stehen die nächsten Gespräche mit der Stadt an.
Klare Sache ist aber, dieses Projekt, weil wir am Anfang stehen, kann nur funktionieren, wenn wir alle in dieses Projekt rein investieren. Das heißt also, wir brauchen die Unterstützung der Stadt, des Sportamts, des Arenenbetreibers und natürlich von uns. Und nur wenn wir gemeinsam in die richtige Richtung arbeiten, bin ich optimistisch, dass wir das auch gemeinsam realisieren können. Es sind jetzt noch Gespräche notwendig. Ich bin da sehr positiv. Die Signale bisher waren gut. Nur wie gesagt, wir brauchen da einfach das Zusammenwirken aller drei Parteien. Das heißt, die Signale waren gut. Heißt, du bist da schon wirklich guter Dinge, zum konkreten Ergebnis zu kommen? Oder gibt es da doch noch sehr viel mehr auszubaldowern? Ich bin guter Dinge. Wir haben jetzt noch einige Feinheiten, die noch entsprechend verhandelt werden müssen, respektive wo wir einfach das Mitwirken der Stadt brauchen. Ohne die Stadt kann es nicht funktionieren im nächsten Jahr. Das ist eine klare Sache. Ich denke, der Arena-Betreiber, für den es momentan hinausläuft, hat ein klares positives Signal gesendet. Und jetzt ist die Stadt entsprechend noch mitgefragt, uns da zu helfen und zu unterstützen, dass wir diesen Vertrag auch zum Abschluss bringen. Und daher, ich bin sehr, sehr optimistisch, dadurch, dass die Signale von allen Seiten sehr positiv waren. Aber wie auch immer, die Gespräche müssen erst zum Ende geführt werden, ganz klar. Okay, das warten wir dann mal gespannt ab. Wir wollen gleich noch weitersprechen über Frankfurt Universe, auch noch ein bisschen über dich persönlich. Und dann sind wir gleich wieder da hier bei der Sportshow. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Sportshow. Heute mit dem großen Thema Frankfurt Universe und mit dem Inhaber der Frankfurt Football Betriebs GmbH, nämlich Matthias Mempel. Wir haben ja schon vor der Pause drüber gesprochen. Ihr wollt ein größeres Stadion, mehr Fans erreichen und ihr wollt unter die drei besten Teams Europas kommen. Aber wie soll das Ganze finanziert werden? Wie groß ist das Budget dafür? Na gut, wir sprechen ja von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. Wenn wir sagen, wir wollen zu den Top 3 Teams in Europa gehören, ist das auf jeden Fall mittel- bis langfristiges Ziel. Das Ganze muss sich entwickeln. Wenn wir über ein Budget sprechen, sprechen wir nächste Saison, obwohl wir in der zweiten Liga spielen werden, schon von einem Erstliga-Budget. Budget setzt sich immer aus mehreren Dingen zusammen. Das sind ja zum einen die Zuschauereinnahmen und zum anderen die Sponsoren. Im Bereich der Sponsoren führen wir jetzt schon gute Gespräche und ja, es sind sehr viele positive Signale auch von potenziellen Sponsoren zu hören. Und daher sind wir da sehr optimistisch, dass das Budget sich auch Jahr für Jahr weiter nach oben entwickeln kann. Jetzt haben wir es ja aber auch schon bei den Frankfurter Eishockey-Kollegen gesehen, die sich über die Jahre so langsam wieder berappeln müssen. Die Skyliners klagen auch immer über die mangelnde Bereitschaft von Frankfurter Sponsoren. Warum soll das gerade bei Universe jetzt klappen? Ich denke einfach, wir haben ein tolles Komplettangebot. Wir sprechen hier auch von einer sehr breiten Zielgruppe. Das heißt, wenn ich heute eine Zielgruppeneingrenzung mache, würde wahrscheinlich jeder Marketingprofessor mit den Hand nach oben zeigen und sagen, das kann so nicht sein. Aber wir haben eine Zielgruppe, die tatsächlich von den Jugendlichen bis zu den älteren Personen reicht. Wir haben ein ganz attraktives Produkt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben, und das ist statistisch bewiesen, über 90% der Zuschauer, die ca. 86 Minuten vor dem Abpfiff ins Stadion kommen. Beim Fußball sind das 15 bis 18 Minuten. Das heißt, wir haben hier eine Riesenzeit, den Sponsoren Möglichkeiten zu geben, ihre Zielgruppe auch anzusprechen. Im Bereich der Powerparty werden wir eine sogenannte Sponsoring-Village haben, wo sich die einzelnen Sponsoren präsentieren können und den Zuschauern, den Fans dann ihr Produkt live vor Ort auch mit der positiven Marke und dem positiven Image American Football transportieren können. Natürlich auch die klassischen Sponsoring-Möglichkeiten, aber dieses Gesamtangebot bietet einfach so keine andere Sportart und daher stoßen wir halt auf sehr positives Feedback und haben einfach ein sehr attraktives Gesamtangebot. Eine kurze Frage noch zu dir persönlich. Du kommst ja ursprünglich aus dem Eishockey, selbst noch für die Young Lions gespielt. Nun ist Football ja ein nicht ganz so einfacher Sport, aber dein Football-Verständnis scheint doch schon gewachsen zu sein, oder? Es ist gewachsen in den letzten Monaten, wird auch noch weiter wachsen. Mein Anspruch ist immer, wenn ich was mache, dann will ich auch verstehen, was ich mache. Und so habe ich in den letzten Monaten viel Fernsehen geschaut, viel amerikanische Football-Games geschaut, habe auch schon einige Bücher über American Football gelesen und habe dann zum Glück bei den Spielen immer Personen um mich herum, die mir die kleinen Feinheiten noch erklären können. Ich denke, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg und sicherlich zum Start der nächsten Saison habe ich da auch komplettes Wissen. Aber wie bist du denn ursprünglich dann zu Universe eigentlich gekommen? Na gut, Galaxy früher immer aus privater Sicht heraus verpflichtet gewesen und haben auch da viele Spieltage besucht und Universe als Nachfolgeverein Jahr für Jahr auch nachverfolgt, weil einfach Football immer ein Thema für uns war und einfach der Sport sehr, sehr interessant ist und ich sage immer modernes Schach ist, nur auf dem Rasen und daher eine Sportart, die mir persönlich viel Spaß gemacht hat, meinen Freunden Spaß gemacht hat und deswegen ja, war Football für uns immer ein Thema.
Dann wünschen wir dir weiterhin viel Glück bei diesem Rasenschach mit Frankfurt Universe. Danke dir für den Besuch hier heute. Und für Sie, liebe Zuschauer, noch der Hinweis auf kommende Woche, wie immer montags um 19 und um 22 Uhr. Dann begrüßt Sie wieder der Kollege Christian Seelmann und diesmal unter anderem mit Lucy, ehemals No Angels. Was das mit Sport zu tun hat, das erfahren Sie kommenden Montag. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Die Sportshow wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.